Hallo bei Daddy Vintage, das ist ein neuer Kanal für Toys, Movies und Reviews. Gestern habe ich ein bisschen auf der Fernbedienung rumgezappt, habe mir nichts Böses gedacht, habe mal bei Netflix geguckt, habe mal bei Disney Plus geguckt, habe mal bei Paramount Plus geguckt und dann habe ich was gesehen, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, und zwar The Rig, Angriff aus der Tiefe. Eine neue Amazon Prime-Serie. Und was es damit auf sich hat und ob es sich lohnt, bleibt dran. The power of the dark side, 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 side. Wie gesagt, beim Umschalten bin ich gestern auf The Rig, Angriff aus der Tiefe gestoßen. Hat mich natürlich ein bisschen interessiert. Ich wollte natürlich wissen, was greift da aus der Tiefe an? Und es sind insgesamt 6 Folgen auf Amazon Prime. Und ich habe jetzt nur die ersten 3 Folgen gesehen. Das ist eigentlich auch ganz gut, denn dann kann ich auch nicht zu viel spoilern. Es ist auf alle Fälle so eine Art Mystery-Horror-Serie, die auf einer Ölplattform spielt. Ich finde auch die Schauspieler ganz gut gewählt. Da ist ein bekanntes Gesicht, was ich von Game of Thrones kenne. Und sonst sind diese ganzen Schauspieler, die so Allerweltsgesichter spielen, alle sehr gut ausgewählt. Ich finde, die spielen ihre Rolle eigentlich sehr glaubhaft. Und es geht damit los, dass die Stimmung an Bord dieser Plattform sowieso schon schlecht ist. Es gibt auch bei einigen schon die Gerüchteküche, dass vielleicht die Plattform geschlossen werden soll. Und nun ist Schichtwechsel und die Besatzung soll mit dem Hubschrauber ans Festland geflogen werden. Und da gibt es schon einige Unruhe, weil die Sitzplätze teilweise nochmal ausgetauscht werden. Und dann ist die Stimmung richtig schlecht, als eine Meldung kommt, die Hubschrauber können nicht starten, die werden zu einem anderen Einsatz gerufen. Dieser Einsatz hat auch mit der Handlung der Serie zu tun, denn es passieren auf Ölplattformen mysteriöse Vorfälle, bis auf einmal ein Nebel auftaucht. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, diese Serie ist auf alle Fälle was für Leute, die mochten The Fog, Nebel des Grauens, Der Nebel von Stephen King. Auch für Leute, die sich so für Ölplattform-Action interessieren, wie zum Beispiel dem Film Deepwater Horizon oder Sektor 7 aus Südkorea oder zum Beispiel diesen norwegischen Film North Sea. Auf alle Fälle kommt dann der Nebel, umschließt die Plattform und es passieren mysteriöse Dinge. Und erst war ich mir nicht sicher, ist es Mystery, ist es Horror, aber es ist auf alle Fälle auch mit Horrorelementen, also auf alle Fälle ab 16 würde ich sagen, und ein bisschen gruselig. Und mit der Zeit wird die Besatzung immer ratloser, es gibt viele Streitereien untereinander. Einige werden sogar plötzlich getötet, als ein mysteriöser Ascheregen auftaucht, wo sich dann herausstellt, in dieser Asche sind Organismen, die mit Blut, wie sagt man, reagieren. Auf alle Fälle werden dann auch einige Besatzungsmitglieder infiziert und der Kontakt zur Außenwelt ist total abgebrochen. Ich will euch auch nicht zu viel verraten. Ich bin auf die Serie gestoßen, habe mir bis jetzt 3 der 6 Folgen angeguckt. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Natürlich gibt es auch einige Schwächen, wie zum Beispiel der eine soll festgesetzt werden, aber er kann praktisch immer wieder auf der Ölplattform rumlaufen, anstatt dass er endlich mal eingefangen wird und sich 2 Wachposten bei ihm vor die Kabine stellen. Also so kleine Schwächen natürlich hat die Serie. Aber ich fand sie sehr spannend und wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, könnt ihr euch ja mal die 1. Folge auf Amazon Prime angucken. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp von Daddy Vintage.